Herzlich willkommen! Mein Name ist Ben. Heute koche ich eine typisch italienische Minestrone-Suppe. So, machen wir anfangen. Zum ersten ein bisschen Olivenöl in den Topf. Weiter schneide ich Karotten. Habiden. Scheiben und Würfel schneiden. Topf geben. Weiter schneide ich Sellerie. Diese Suppe mit der Sellerie ist sehr wichtig. Wegen dieser Sellerie-Schmack ist sehr intensiv. Auch genau, kleine Würfel. So, lass auch dazu in den Topf. Circa 3-4 Minuten dünsten. Weiter kappen. Kappen ein bisschen hacken. Kappen machen diese Suppe sehr würzig. Zusammengeben. Weiter Tomatenmark. Bisschen dünsten. Riecht sehr gut. Super. Und Gemüsebrühe abwischen. Voilà. Also, einmal aufkochen und 10 Minuten leicht kochen lassen. Nach 10 Minuten weiter Weißbohnen. Das auf Glas habe ich schon gespült. Das Vollkorn in Kanüle braucht nicht so lange, ca. 5 Minuten kochen. Ein bisschen Salz und Schwarzpfeffer würze. Jetzt diese Nudeln brauche ich in ca. nur 5 Minuten kochen. Weiter schneide ich Zucchini. Zucchini schneide ich Viertel und Scheiben schneiden. Und Tomaten, auch kleine Würfel. Und Zucchini in den Topf geben. Zucchini braucht nicht lange, ca. nur 1 Minute kochen. Weiter. Tomaten auch dazu. Ein bisschen Zitronensaft, nur ganz wenig. Erdäpfel flocken. Und Jakonsirup. Weiter ein bisschen Tamarino. So, ganz einfach. Jetzt ist fertig. Weiter, diese letzte Blocke viel Basilikum. Das wunderschöne Geruch. Jetzt nicht mehr kochen weg, sondern
Basilikum, die Farbe nicht mehr schön. Weiter ein bisschen Thymian. Super. Also, jetzt kann man anbieten. Die ist so gut. Jetzt probieren. Das richtige Italiener. Minestrone! Bravo! Hey, wo mein Bad? Hey! Ciao! Tschüss!